Guten Tag, mein Name ist Baumann, ich bin Lehrer in Berlin. Heute habe ich mal eine gelbe Weste an, ja. Also, weil es pieselt ein bisschen. Und das ist so meine Fahrradfahrer-Schutzkleidung, mit der man mich besser sieht. Und die auch gegen Regen schützt. Ne? Also nichts weiter. Ne? Also nicht irgendwie Protest oder so. Das ist alles ganz friedlich. So, genauso friedlich wie meine nächste Kündigung. Kündigung schon wieder? Naja, ich habe letztes Mal meinen Schwimmverein gekündigt, dann habe ich die GEW gekündigt und heute kündige ich meine Berufsunfähigkeitsversicherung. Was ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine Versicherung, die man zu dem Zwecke abschließt, dass wenn man kein Geld mehr verdienen kann, weil man irgendwie schwer krank wird oder so, also berufsunfähig wird, dass dann die Versicherung weiterzahlt für die laufenden Kosten. Das Dumme an diesen Versicherungen ist nur, dass sie eigentlich nichts ansparen, auch nichts leisten, in dem Fall, wo man nicht berufsunfähig wird halt, ja. Und was auch sicher ist, je älter man ist, desto weniger Jahre hat man ja noch zur Rente, desto weniger laufende Kosten hat man, die man irgendwie abdecken muss und desto sinnloser wird das Ganze. Gleichzeitig steigt bei mir der Betrag dieser Versicherung von Jahr zu Jahr, weil ich ja immer älter werde und ich so einen entsprechenden Tarif abgeschlossen habe. Das heißt, ich kann da richtig Geld sparen, wenn ich dieses Ding mal weghaue und ich habe mich damit lange schwer getan, weil ich habe ja nun wirklich diverse Problemchen mit der Nase, mit der Atmung, mit multiple Chemikaliensensitivität im Beginn, ja, und diese ganzen Dinge, die könnten natürlich dazu führen, dass ich tatsächlich nicht mehr unter Menschen kann, ja. Okay, aber in dieser Zeit, wo wir jetzt gerade dabei sind, uns eine neue Normalität zu schaffen, da gehört diese Versicherung tatsächlich zu meiner alten Welt. Diese alte Welt war geprägt davon, dass man irgendwie eine Sicherheitsgarantie haben wollte für irgendetwas. Ja? Und diese Sicherheitsgarantien, die sind ja jetzt alle weg. Ne? Also wir haben keine Sicherheit mehr, dass wir in Zukunft noch Demokratie haben werden. Wir haben keine Sicherheit mehr, dass wir in Zukunft noch einen Rechtsstaat haben werden. Wir haben keine Sicherheit mehr, dass wir in Zukunft überhaupt noch Jobs haben werden. Wir haben in Zukunft keine Sicherheit mehr, dass überhaupt noch Geld auf unserem Konto ist. Wir haben auch keine Sicherheit, tja, dass wir gesund bleiben. Nein, natürlich nicht. Also es kann alles Mögliche passieren. Ne? Es reicht ja schon, dass jemand ihnen ein Bein stellt und sie blöde fallen, dann sind sie halt krank. Okay, ja. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu durchgerungen, meiner Berufsunfähigkeitsversicherung einen Brief zu schreiben und die dann auch wegzuhauen. Und damit bin ich jetzt schon bei einem Plus von etwa 5.000 Euro pro Jahr, die ich einfach nur einspare durch Kündigungen. Dieses Geld muss ich jetzt nicht mehr verdienen. Das heißt, das, was ich dafür bezahlen muss, ist ja bereits versteuert. Das heißt, die müssen ja wahrscheinlich das Doppelte eher verdienen. Jetzt sie das Geld zusammenkriegen. Also, ich kann jetzt 10.000 Euro weniger verdienen und habe immer noch das gleiche Geld. Allerdings natürlich auch nicht mehr die Leistung dieser Berufsunfähigkeitsversicherung. Aber ich bin alt genug jetzt. Ich brauche das nicht mehr. Das gehört nicht mehr dazu, zu meiner neuen Normalität. Und was sollte in diesem Brief jetzt drinstehen? Vielleicht einfach nur in der neuen Normalität braucht man keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr. Oder ich glaube nicht, dass diese Versicherung in Zukunft noch in der Lage sein wird, diese Leistung zu erbringen. Naja, warum? Also wenn das Weltwirtschaftssystem zusammenbricht, die Rücklagen von diesen Versicherungen stecken genau dort drin. Das heißt, darüber muss man sich natürlich auch mal Gedanken machen. Diejenigen, mit denen man jetzt solche Verträge hat, die irgendetwas leisten sollen, sind die überhaupt in Zukunft in der Lage, noch zu leisten? Und ich sage mal einfach glatt, nein, ich glaube das nicht. Das ist meine Meinung und die darf ich auch haben, okay? Also man darf ganz viele Meinungen haben, ne? Und die darf man auch keiner verbieten. Und deswegen
Wenn es da noch irgendetwas zu kündigen gibt, dann bleibe ich dran und ich schreibe die entsprechenden Begründungen in die Briefe rein. Und ich hoffe, dass die Entscheidungsträger in diesen Institutionen langsam mal wach werden, was das gerade mit uns macht, was diese schrägen, seltsamen Typen, die sich für gewählte Politiker halten, mit uns machen. Diese angeblichen Corona-Maßnahmen, die nichts anderes sind als Drill. Ja? Eine Aufforderung zum Gehorsam. Eine Aufforderung zum Mitschuldigmachen an diesem beschissenen Corona-System. Machen Sie nicht mit. Kündigen Sie den ganzen alten Dreck weg. Schließen Sie neue Verträge mit neuen Leuten, die sich keine Masken umbinden und die gesund sind im Kopf. Okay? Vielen Dank.